Willkommen zum Tagessegen. Heute heißt es, geht und lernt, was es heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer. Denn ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Eine ganz schöne Gardinenpredigt von Jesus. Er spricht zu denen, die genau wissen, für wen Gott da zu sein hat. Für die, die sich immer schon ein bisschen hübsch machen für Gott, die besonders schön beten, gut beten, besonders gut leben und die dann sagen, lieber Gott, no, jetzt kannst du mit mir zufrieden sein. Nein, da hat Gott keinen Blick für. Ja, vielleicht auch. Ich hoffe mal, dass unsere Anstrengungen schon gut sind. Aber Jesus interessiert sich im Namen Gottes besonders für jene, die ihr Heil woanders gesucht haben, im Geld und im Betrügen und sonst wo. Und die Jesus auf eine Weise berühren kann, die mich immer wieder in Erstaunen setzt. Ich nenne das gerne so, dass Jesus im Kontakt mit diesen Menschen ihnen eine Ahnung gibt von dem, was das Eigentliche ist. Das Eigentliche im Leben, das lässt sich nicht durch Betrug erreichen, denn da muss die Wahrheit regieren. Das Eigentliche lässt sich nicht erreichen, indem man der Lust folgt, sondern der echten Liebe. Und Jesus war wohl so einer, in dessen Nähe das Menschen aufgegangen ist, so sehr, dass sie ganz gerne mit ihm zusammen sein wollten, weil er kein Moralapostel war, sondern ein Lebenslehrer, ein Liebeslehrer. Ich wünsche Ihnen, dass Sie von dieser Lebenslehrerkraft Jesu heute empfangen, im Segen. Dazu segne Sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.